Mit der Version 23 ist, das haben sicherlich alle von Ihnen schon mitbekommen, sehr, sehr vieles neu. Nicht nur neuer Name VI-BIM Solutions, sondern das erste Mal in der Anführungszeichen fast 40-jährigen Geschichte von VI ist es auch so, dass wir Ihnen, und wir sehen das Ganze jetzt hier gerade innerhalb der FAQ-Datenbank im Bereich Frage-Antwort mit der Fragestellung, was ist neu? In der Version 23 VI BIM Solution, warum sollten Sie unbedingt VI BIM neu installieren? Es ist das erste Mal in fast 40 Jahren, dass wir jedem Anwender empfehlen, bitte installiere VI komplett neu, weil ganz einfach eben sich ganz, 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 ganz viele Details auch unter der Oberfläche geändert haben. Und wir Ihnen deswegen ans Herz legen, jetzt einmal dafür zu sorgen, dass Sie wirklich auch von den inhaltlichen Vorteilen der neuen Version profitieren, die sonst bei einer klassischen, Anführungszeichen, klassischen Update-Installation sich nicht auf Ihrem Rechner wiederfinden würden. Über den VI Backup Manager, auch das ganz deutlich gesagt, können Sie vorher Ihre Daten sichern, nachher dann eben auch das wieder einspielen, was firmenspezifische Treppen, Schriftfelder und so weiter und so fort sind. Jetzt ist es so, für jemanden, der bisher noch nicht mit der Kalkulation gearbeitet hat, wäre die momentane Situation der optimale Zeitpunkt, um mit dieser Kalkulation A zu starten oder B sich zumindest damit zu beschäftigen. Warum sage ich das im Kontext VI BIM komplett neu installieren? In dem Moment, wenn Sie dies tun, haben Sie bei sich etwas auf dem Rechner, egal wie lange Sie schon mit VI unterwegs sind, wo wir ganz gerne sagen, Sie haben berechenbare Umgebungsparameter. Das heißt also, dass Sie, wenn Sie sagen, Sie starten jetzt mit der Kalkulation, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ganz, 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 ganz schnell zu dem Ergebnis kommen, dass Sie mit der Kalkulation, mit einigen entsprechenden Arbeitsaufwendungen, die Sie in die Einrichtung stecken dürfen, ich darf an der Stelle natürlich auf Ihr Weg zum Erfolg verweisen, wo diese Schritte genauso beschrieben sind wie eben in der richtigen Fragestellung, wie funktioniert das Branchenmodell. Auch hier sehen Sie eben die neuen Versionen bzw. wie funktioniert die Kalkulationseinrichtung. Das heißt also, Sie werden eben hier in der Lage, sehr, 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 sehr schnell von dem Stand, Sie haben sich bisher mit der Kalkulation noch nicht beschäftigt, zum Stand, Sie setzen die Kalkulation im Tagesgeschäft ein, zu kommen. Bedeutet, es war nie einfacher, es war nie schneller möglich, diesen Weg zu gehen. Ganz wichtig eben für diejenigen, die sagen, naja, und geht das denn auch etc.? Ich darf Ihnen hier eben auch die Fragestellung, die neue Version Massivbau, die neue Version Holzbau, einfach diese Videos ans Herz legen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell ist es möglich, dort von A nach B zu kommen. Und dieses Thema, wie schnell, hat ja ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, was ist inhaltlich in der Version 23 in der Kalkulation drin. Und das ist für Sie, wenn Sie einmal auf Neuerung der Kalkulation gehen, auch hier anhand der vollständigen Videodokumentation sehr, sehr, sehr leicht nachzuvollziehen. Bedeutet also, mit den Branchenmodellen Version 23 jetzt neu, ist es so, dass Sie mit einer Kalkulation starten, die das, was momentan in Europa Mainstream ist, sowohl inhaltlich abbildet, preislich abbildet und das Ganze bis zum kompletten Angebot. Das heißt, sowohl die textuelle Beschreibung als auch, wenn Sie wollen, die komplette dynamische BLB, all das ist eben in diesem Branchenmodell, wenn Sie sich denn jetzt zu dem Start entscheiden, hinterlegt. Wichtig vielleicht auch noch für alle, die eben nicht nur im Bereich Hausbau unterwegs sind, die Version 23 beinhaltet eben auch die Handwerkerkalkulation. Das heißt also, die Möglichkeit, dass Sie eben auch ohne eine Planung direkt kalkulieren können. Das heißt also, für kleinere
Anbauten beziehungsweise für Projekte, die eben nicht eine planerische Repräsentanz brauchen, sind Sie mit der Kalkulation genauso gut aufgestellt, wie wenn eben Abrissleistungen, Entsorgung, Geschichten zum Beispiel für Aufstockung oder beim klassischen Bauen im Bestand nötig sind. Und was Sie bitte ebenfalls auf der Liste haben, das ist etwas, was schon seit der Version 22 entsprechend hinterlegt ist, dass Sie eben in der Lage sind, genauso ganz klassisch Gap-Angebote zu kalkulieren. Das heißt also auch hier die, ich sag mal, Anführungszeichen, Einschränkungen der Vergangenheit, die eben immer die Voraussetzung eines Planes für die Kalkulation erzwungen haben, sind vorbei. Das heißt, mit VI BIM Solutions haben Sie eben die Möglichkeit, auch diese klassischen Gap-Angebote, die Angebote mit klassischer manueller Mengenermittlung ebenfalls über VI abzubilden. Der zweite Punkt, der in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen zur Zurückhaltung führte, was die Kalkulation anging, war, dass eben viel über individuelle Ausschreibungen gearbeitet wird. Und auch dies ist, Sie sehen das hier, ausschreiben.de ist in der Version 23 entsprechend integriert, etwas, was für Sie, für den jetzigen Zeitpunkt spricht, mit der Kalkulation zu starten, da eben auch das entsprechend jetzt Bestandteil der Kalkulation ist. Das heißt, Sie sind innerhalb der Kalkulation einfach in der Lage, Drag and Drop aus ausschreiben.de die beliebigen Ausschreibungstexte entsprechend zu übernehmen. Bedeutet, all das wäre jetzt eben die Basis für Ihren Start mit der Kalkulation. Gerne können Sie dazu einfach mal auf Ihren Gebietsleiter zugehen. Ich habe hier einfach einen Plan mal geöffnet, um das Ganze mit Ihnen hier einmal ganz kurz beispielhaft durchzugehen. Das heißt, ich drücke einfach nur Anführungszeichen auf das blaue Eurozeichen. Die Mengenermittlung startet und wir können das ganze Haus jetzt einmal zur Kalkulation übergeben. Und ganz kurz noch zu Ihrem Gebietsleiter. Sie können gerne auf ihn zugehen, sich vielleicht die aktuelle Version nochmal zeigen lassen und haben natürlich genauso auch die Möglichkeit, die Version mal zu testen.